Willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir müssen jetzt Dagels Kiste leer räumen, obwohl wir Dagel im letzten Part getötet haben. Erstmal wäre es gut, hier irgendwie mich mal eben zu heilen. Dann nehmen wir mal. Warte mal kurz. Das Fleisch kann ich doch jetzt eigentlich zu Belschur bringen, oder? Ich habe doch ein rohes Fleisch geholt. Ja, Dagel. Mal kurz ein bisschen umsehen. So lange, was ist geschehen? Das nenne ich mal tot. Die Zwiebel darf der Mann gerne behalten. Ach, armes, armes Dagel. So, wir schleichen hier noch ein bisschen. Und nochmal von vorne. Wer sagt denn? Super, war ja ganz einfach. Boah, geil. Boah, super. Hier ist ja mal richtig was los gewesen. Hier wird nicht geklaut, verstanden? Ja, schon. Was willst du hier? Nix, meine Herren. Alle haben sie ihre Tage. Und Dagel ist tot. Egal. Scheint war ja nicht wichtig, sonst hätten wir es hier City ja sagen können. Dagels Truhe ist geplündert. Wenn ich du wäre, würde ich mich trotzdem von Dagel fernhalten. Wer weiß, auf welche Ideen der Dicke kommt. Und abkassieren kommt bei ihm nicht in Frage. Dann war die Arbeit umsonst? Hör zu. Dagel wird nie, nie, niemals freiwillig an uns zahlen. Kein Grund, sich aufzuregen. Außerdem, wer hat Dagels Wertsachen in der Tasche? Skordo wird von deinem Erfolg erfahren. Ich würde sagen, du hast bei der ganzen Sache den Gewinn gemacht. Und darauf kommt's an. Ich habe Dagel getötet. Ah, ist das geil. Fälle für Fleisch. Mal gucken, ob wir jetzt zu Belschwur gehen können und dieses Scheißfleisch abgeben können. Da es mich langsam ankotzt mit den Fellen. Belschwurkata, hä? Hey, Kleiner. Dich kenne ich ja gar nicht. Ist wohl noch nicht lange hier, was? Bleib in der Gosse, dann passiert dir auch nichts. Du gehörst zur Stadtwache. Und die Stadtwache vertritt das Gesetz. Also sei immer schön brav. Dann kriegst was bist du denn für ein Perversling? Kannst du mich trainieren? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Schließlich muss ich aufsehen, wo ich bleibe. Schließlich haben wir ziemlich... Stärke brauche ich auf jeden Fall. Und 200 Gold, ja komm. Ich werde den Schwertkampf ein bisschen... Boah, 200, 400, noch was Gold. Na, erstmal bringen wir was zu Belschur. Hä? Das letzte Schiff hat vor Monaten hier angelegt. Soll ich noch mehr Fleisch holen oder was will der? Okay. Entschuldigung, dass ich das gerade übersprungen habe. War jetzt nicht so geplant, aber egal. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Komm, Schwertkampf. Ich könnte noch ein bisschen Schwertkampftraining gebrauchen. Ich erkläre dir mal, wie man eine Konterparade schlägt. Wenn dein Gegner dich mit Schlägen eindeckt und du keine Chance siehst, ihn selbst zu attackieren, musst du seine Waffe zur Seite schlagen. Wenn er dann schutzlos ist, musst du direkt angreifen. Das hört sich leichter an, als es ist. Du brauchst ein gutes Gefühl für den richtigen Moment. Aber mit ein bisschen Übung wirst du das schon schaffen. Aber vergiss eins nicht.
Das funktioniert nur, wenn dein Gegner dich angreift. Konzentriert er sich auf seine eigene Parade, kannst du diesen Trick vergessen. Gut, Schwert 3, oh. Boah, aber 300 Gold für. C, Schwertkampf. Da kommt ja auch ganz schön viel. Mal gucken, haben sie hier einen Schmied eigentlich? Ich brauche Waffen. Ich habe noch 273 Gold. Jetzt bräuchte ich mal eine gute Waffe. Hier muss es doch einen Schmied geben. Quests haben wir hier noch. Das Fellezeug. Ich muss ja mit zu Flavio. Aber der sagt mir jetzt, glaube ich, auch nichts. Was hast du denn Schönes? Der hat nur irgendwie so scheiß Bogen. Nee. Dann suchen wir mal am Hafen nach guten... nach irgendeinem Schmied oder so. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ahoi! Vasili! Was machst du hier? Ah, gute Frage. Eigentlich gar nichts. Im Hafen gibt es gerade nichts zu tun und den Job bei Patty habe ich auch an den Nagel gehängt. Who the hell is Patty? Du arbeitest für Patty? Ich habe für Patty gearbeitet, Bier rumgetragen. Aber die wenigen, die noch trinken, kommen eh in die Kneipe. War also kein Bedarf mehr. Zum Glück musste ich meine Koje bei ihr noch nicht räumen. Jetzt helfe ich ab und zu im Hafen aus. Nee, ich will gar nichts über den Hafen wissen. Wache, was haben wir jetzt denn hier noch? Ingvar. Ach, das ist auch einer von diesen komischen. Ich lass mich da nicht blicken, so viel steht fest. Nico. Semmern. Außen ist es verdammt gefährlich. Düter. Ah, nee, mit der reden wir später. Was sollen wir denn jetzt eigentlich mit Cid noch machen? Mal gucken. Hat Cid noch was für uns? Wenn nicht, dann penne ich erstmal eine Runde. Nö, nee, oder nachher. Ich lasse das Pennen mal ganz sein. Wie soll ich Fälle kriegen? Von vorn. Und nochmal. Wartet. Jawohl. Ich klaue gerne. Haha, ich habe ihn beklaut. Sag mal, wie viel ist 3758 plus 4699? Hm? Moment. 37 plus 4699 sind 700, sind 84 und 58 minus 1 sind 8457, richtig? Du hast das drauf. Ich habe ein Fell gekriegt. Wolfsfell, toll. Wie viel brauche ich? 5 Keiler, 5 Wolfsfälle. Boah, nee. Ist ja mal gar nicht lustig. Bauer. Es gibt keinen Grund, hier rumzuschleichen. Was hast du hier zu suchen? Du Dieb, ich bring dir Manieren bei! Alter. Bloß in Ruhe. Tja, hör damit. Weißt du was? Damit du mich in Ruhe lässt, dummes Weib. Entschuldigung für den bösen Ausdruck. So, erstmal hier speichern. Und uns hier mal ein bisschen... Ach, hier ist das Bordell.
Ach, wir gehen jetzt mal zu dem Kommandanten. Müssen wir ja, glaube ich, eh hier lang, oder? Jo. So. Mal gucken, was der von uns will. Auch wenn der uns, schätze ich, mal rekrutieren will. La 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 la. So, Carlos, wir kommen. Halt! Kein Zutritt. Dann gehe ich halt wieder. Mach schon Platz. Carlos hat mich rufen lassen. Ah, tatsächlich? Ja, kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Okay, okay, schon gut. Du kannst reingehen. Interessiert mich nicht. Was willst du, Carlos? So, da bist du also. Wird auch langsam Zeit. Kennen wir uns? Dein Ruf eilt dir voraus. Schon als du diese Stadt betreten hast, hörte ich von dir. Die einen sagen, du würdest als Spitzel für Don Esteban arbeiten. Die anderen wiederum behaupten, dass du dem Orden der Heiligen Flamme beitreten willst. Hm, wenn ich dich so ansehe, scheint mir, dass dein Geist noch unentschlossen ist. Alles, was ich sehe, ist ein junger, kräftiger Mann mit Tatendrang. Ich kann mich natürlich auch irren. Also, klär mich auf. Was willst du in meiner Stadt? Die Stadt wird bald wieder Esteban gehören. Für den Don! Hm, ich muss sagen, ich hätte dir mehr zugetraut, als einem Verbrecher als Spitzel zu dienen. Geh mir aus den Augen, bevor ich mich vergesse. Tja, tschüss. Drecks Carlos, ich werde für den Don alles wieder an die Macht holen. Oh, das war ein schlechtes Deutsch. Für den Don! Ah, köstlich, köstlich. Was ist das denn hier? Wo bin ich? Tilda. Ich habe das Gefühl... Gehört das hier noch zur Hafenstadt? Ich fühle mich alleine. Ich kenne hier keinen. Außerdem ist es dunkel. Edgar. Du bist nicht von hier. Pass lieber auf, dass die Inquisition dich nicht erwischt. Wie meinst du das? Ich meine, du solltest aufpassen, wem du hier auf die Füße trittst. Sonst liegst du am Boden und weißt nicht mal warum. Hm. Wer bist du? Ich bin Edgar, Chef der Stadtwache. Früher lagen Recht und Gesetz in meiner Hand. Aber jetzt hat die Inquisition das Sagen und mich brauchen sie nicht mehr. Hm. Na, nee, lass mal. Oh, jetzt haben wir uns ja beim Guten. Halt, der hat mit Sicherheit eine Waffe. Du bist ein guter Kämpfer? Schwert und Armbrust sind meine Werkzeuge, und wie schon mein Vater sagte, jeder Handwerker muss seine Werkzeuge beherrschen. Daran habe ich mich immer gehalten. Kannst du mich trainieren? Klar, aber gutes Training hat seinen Preis. Und Stärke, Armbrust, nee, will ich gar nicht wissen. Warum trainierst du nicht die Rekruten? Anstatt sofort jeden Apfeldieb zu verhaften, habe ich schon mal ein Auge zugedrückt. Aber davon versteht die Inquisition nichts. Sie halten sich strikt an das Gesetz. Und trotzdem wollen sie nicht auf unsere Erfahrung verzichten. Einer meiner Jungs, Bronco, trainiert die Rekruten. Bronco, ah. Ich lach gerade nur, weil ich den auch schon mal getötet habe, als ich nur die Vulkanfestung gezockt habe. Tja. Und schon sind wir wieder in der Stadt. Tja. Es sollen alle gestorben sein. Ah, ich weiß jetzt echt nicht, was als nächstes dran kommt. Ich werde gleich im nächsten Part, den ich jetzt nicht heute aufnehme, glaube ich. Ich habe jetzt heute schon eine ganze Menge aufgenommen. Werde ich in der Kneipe weitermachen. Und mit diesen komischen Männern hier, Ingvar, Bart und noch einem hier reden. Jo, und das war's erstmal für heute. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.